Was ist jetzt los? Rasen vor Wut, Zusammenbruch. Na super. Das hat mir ja jetzt gefehlt. Mörser sind immer noch so ungenau wie früher, wie es aussieht. Was ist denn jetzt hier los? Achso, die Sonneneruption, ja. Gerade alles, was Strom ist, ist hinüber. Sonneneruption, ja. Gut, das ist der letzte Schuss, dann rechts mehr. Ah, die sind immer noch so ungenau, die Dinger. Ärgerlich. Oh Gott. Ja, reicht, okay. Brauchst du den machen, das hat ja keinen Nutzen. Aber trage das Ding mal bitte wieder. Mit allen Vieren hast du vielleicht eine Chance, was zu treffen, aber mit eben. Das ist ja eher so suboptimal. So, ich denke mal, wir schnappen uns unsere Angriffstruppe und versuchen die von hier irgendwie zu kriegen. Gucken, die laufen nicht so weit. Mal sehen. Era. Büro. Nora. Gorilla. Und Jenny. Das sind alle Schnellen. Dann gucken wir mal, was wir mit denen schaffen. Jetzt O'Donovan und so mitzunehmen, macht keinen Sinn, wenn wir wegrennen müssen. Ja, hier kommt unser Angriffstrupp. Auf geht's, Jungs. Und Mädels natürlich. Dann gucken wir uns das hier mal an. Ah, die Mörser immer noch so ungenau ohne Ende. Und teuer im Verhältnis. Naja, muss ich mir nochmal angucken. Vielleicht sind sie ihr Ding wert, wenn man gegen Raider macht, aber hier. Die Genauigkeit ist halt so schlecht, ey. Ja, keine Ahnung, was... welche Eigenschaft nötig ist, damit die was treffen. Das ist halt so. Hat Probleme, ne? So, hier hinstellen. Eigentlich kommt dann wer? Jenny, du musst vorne stehen. Ja, sehr gut. Okay, da kommen sie alle. Oh, da kommen echt alle. Okay, reicht. Weg da. Was macht ihr denn hier? Tiere. Nein. Weg, 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 weg. Was macht denn ihr da? Viele kommen. Kommen immer noch alle, ne? Das geht. Kühe. Ach stimmt, da war ja auch noch ein Ausgang. Ja, komm. Sind immer noch alle unterwegs, ja. Ja, schön. Wie viele sind es noch? Immer noch jede Menge. Ja, die sind nicht so schnell, wie es aussieht. Okay, gut. Sehr schön. Ja, es sind nicht mehr viele. Haben da schon ordentlich gemäht, möchte ich sagen. Okay. Hier hinten hin. Das teilen wir mal auf. Hier Gorilla. Was ist das? Das ist Hera hierhin. Büro. Dahin. Was ist jetzt los? Rasen vor Wut, Zusammenbruch. Na super. Das hat mir ja jetzt gefehlt. Nice. Ja, Kopfschuss. Ich hoffe, keine dauerhafte Verletzung. Na, wird das was? Ja. Okay. Sehr gut. Schafft.
Hier, Jenny, rette ihn. Wieso ist der ausgerastet? Man weiß es nicht. So, ich kann jetzt gleich auch schon mal die ganzen Beschränkungen aufheben. Ach nee, hier sind noch welche. Da sind noch welche, okay. Können wir doch noch, ne? Warum ist er denn ausgerastet? Einfach so? Hier, Pyro. Nee. Bitte ihn heilen, Aschma. Nee, nicht mit guter Medizin. Aber er hat... Ich habe einen Kopfschuss gesehen. Nase hat's erwischt. Okay, Nase ist nicht wichtig. Also, nichts Tragisches. Hier, normale Medizin reicht. Bei ihr auch. Okay. Ja. Aber heile dich erstmal selber, das wäre... Aber nicht mit guter Munition, Mann. Medizin. Du hast doch nichts. Nee, auch nee. Nein, nicht. Na, lass das. Mach keinen Unsinn. Was machst denn jetzt? Ja, behandle dich selber. So. Gorilla, alles gut bei dir? Ja, okay. Mann, oh Mann. Da ist Nora einfach ausgerastet. Ich weiß gar nicht warum. Gab ja keine Warnung und nix. Einfach so, brupp. Hat sie irgendeinen Trait, den komischen? Nö, eigentlich nicht. Na gut, wer weiß. Genau, heile Nora Aschma. Sehr gut. Ich bin fit, sehr gut. Aber ihr beide habt nix. Na, du hast einen Schuss mit einem Sturmgewehr abgekriegt. Error. Mittelfinger links, nein. Na gut. Kann ich nicht ändern. Man verliert hier ja öfter mal Körperteile. Aber jetzt kann sie keinem mehr den Stinkefinger zeigen. Das ist natürlich gerade für sie, ist das schon, ne, das ist ein Hindernis, ne. Man ist aufreibend und dann hat man keinen Mittelfinger. Das ist schon tragisch. Schön, schön. Okay, wie viele haben wir denn hier noch rumrennen? 3 Stück. Da kümmern wir uns gleich drum. Wenn die hier wieder fit sind, die Leute. Und dann können sie alle wieder tragen und Zeug machen. Ja, ihre üblichen Geschäfte. Jenny? Naja. Büro heilt sie gerade alle. Wie ist deine Medizin? 11. Jenny ist 13. Eigentlich müsste Jenny machen. Ja, ja, ja. Komm. Die restlichen kannst du auch noch behandeln. Hier, vor allen Dingen deine Frau. Die Arme. Auge kaputt, der Mittelfinger hinüber. Mist, dann ist ja ihr Schießenskill ist ja dann jetzt unterirdisch. Es geht noch. Aber da ist sie jetzt noch schlechter geworden im Schießen, leider. Zerrissene Kleidung bei Nora. Was ist hinüber? Das Kragenhemd hat's hinter sich gebracht. Haben wir da noch eins? Ja, wir haben hier noch ein meisterliches rumliegen. Das ist aber auch nicht besonders gut. Dann machen wir mal ein neues. Ja, da kann das eingeschaltet werden. Da kann dann mal ein neues Hemd genäht werden. Ja, das habe ich mir gedacht. Geh pennen, nee. Deine Frau will auch noch geheilt werden, Pyro, komm. Bisschen Anstand. Hättest du dann in ihrem eigenen Blut schlafen lassen. Auch wenn der Mittelfinger bloß weg ist. Aber gerade du weißt, was das für eine Auswirkung hat. So, okay. Ja, das hat nie ganz so gut geklappt, wie ich mir das gehofft hatte. Frage mich, was da los war. So, wir beeilen uns mal hier kurz. Irgendwer ist trächtig. Ja, das ist gut. Zweites Trimester. Schön. Kriegen wir noch mehr Hunde. Nachfrage? Der heißt Nachfrage? Jäger ohne Fernkampfwaffe, Nora. Ja, wo liegt denn dein Gelumpe rum? Ist es gar nicht. Wo ist denn das Repetiergewehr eigentlich hin, genau? Ist keiner. Eigentlich müsste das hier irgendwo liegen. Ja, da liegt's auch, okay.
Kannst du dir eigentlich mal holen. Ja, Repetiergewehr gut. Kannst du ausrüsten. Ja, du siehst nicht gut aus. Ah, ja, ja. Hunger, ja, ja. Alles gut. Verhungernd. Trivial. Na gut, dann kümmere dich erstmal um dein Essen. Die Waffe können wir dann später auch noch holen. So. Ja, tschüss. Gut. Der hat's hinter sich. Ich hoffe, das Repetiergewehr verdirbt hier nicht. Was jetzt? Ja, irgendwas klopfen. Achso, hat vielleicht jemand hier an der Puppe rumgemacht, okay. Hyruka, du bist wieder fit. Dann geh mal raus. Sieht Hera aus. Eigentlich auch ganz gut. Nora ist halt noch hinüber. Gorilla. Wie die Arbeiten reduziert hast du? 70. Na gut, Pyro, du machst das mal alleine gerade. Muss ja klarkommen. Es sind ja bloß noch ein paar einzelne Viecher hier. Die schaffst du schon, denke ich. Dann tun wir das Schlachten hier mal kurz wieder ausschalten. Halt! Der kommt schon. Der will dich. Ja, los. Deckung! Nein! Nacken, okay. Verdammt. Ein ordentlicher Treffer von dem Viech hier. Aber das hat auch gelitten. Wieso? Ja, ich wollte schon sagen. Ja, komm. Nochmal Nacken. Verdammt. Ja. Ja, gut. So, du könntest wieder auf deine eigentliche Waffe wechseln. Bist du langsam? Warum? Bewegen schlecht. Wegen Becken, atmen. Tolle Wurst. Der Wurst. So war das nicht geplant. Wie viele haben wir denn noch? Einen noch. Ja, den machst du aber nicht. Ja, geh mal bitte. Geh mal heim. Das kann Gorilla und Jenny machen. Hier, Gorilla. Dahin. Und Jenny. Auch dahin. Die beiden machen jetzt das letzte Tierchen da oben. Warte mal. Nie jetzt. Nicht gerade jetzt. Hier ist gerade. Der ist gerade da. Ja, genau, jetzt. Und los. Ja, es dreht nämlich schon um. Ja, schön. Nice. Na, sauber. Super. Geschafft. Okay, dann können wir jetzt hier alle wieder freilassen. Die Tiere, der Elefant kommt Transport. Die Hunde sind frei. Die hier sind im Tiergebiet. Und Kuh und so, die sind im Tiergefahr. Okay, das stimmt soweit, würde ich sagen. Uso Fleine lösen trainiert. Bitte was? Ach, jetzt weiß ich, warum der Elefant immer hier drin war. Weil ich dem ja was beibringen wollte. Wo er zu doof für ist. Die alleine lösen. Okay, dann bleibt da nochmal bitte. Elefant hier bleibt im Tiergefahr nochmal. Okay. Alle unsere Kolonisten können wieder überall hin. Das hier kann getragen werden. Haben wir sonst noch irgendwo welche rumliegen? Nö, gut. Sehr schön. Nora, holst du dir deine Waffe wieder? Wo ist denn Nora? Equip mit dem Repetiergewehr, genau. Sehr schön. Und das Langschwert kann er sich dann auch wiederholen. Sehr, sehr gut. Hinten, genau. Haben wir sie überstanden, alle. Nur einen Mittelfinger mussten wir bezahlen. Oh, Büro, leg dich hin. Jenny, kannst du eben mal ganz kurz hier ihn heilen? Sauber. Dann wird das hier wieder was. Ja, genau. Oh. Putze Arsch da mal. Da ist sein Ignisblut auch.
weil du ausgetickt bist. Keiner weiß warum. Warum habe ich eigentlich Teufel... Achso, ja. Deswegen habe ich Teufelskern in Auftrag gegeben. In Ordnung. Warte, aber überlegen. So viel Arbeit haben die hier zu tun, die ganzen Leute. Da habe ich nie geguckt, wie viel Mais die sich so holen für immer produzieren. Aber man sieht, Antilope macht das. Das ist ja cool, okay. 6. Ah, O plus 70, okay. 70 Mais wird zu bisschen Kraftstoff. Dann könnten die eigentlich das machen. Ja, das Vieh kann da mal weg, bitte. Ist bloß mein Zeug. Wer auch immer das jagt. Aber menschenjagende Rudel hatten wir schon jede Menge jetzt, ne? Elche hatten wir. Was hat man noch? Rentiere hat man, glaube ich. Jetzt sind hier die Muffel los. Mensch, Mensch. Mal hier ja in einem Gebiet gelandet, wo die Tierherden umherziehen, die keine Menschen mögen. Was ist denn, oh Gott, das Willen. Hund, geh in Deckung! Ah! Oh nee, Gorilla am Jagen, ne? Ja, genau, das arme. An. Na gut, du triffst nix. Nicht immer die Windturbine. Wie gut ist denn deine Trefferchance? 6,1%. Ja. Wow. Das läuft. Oh, ein Treffer. Boah, Pyro geht in Deckung, ne? Ein Gorilla jagt, ja. Jetzt, erwischt den Welpen. Nee. Ach Gott sei Dank, das Eichhörnchen ist tot. Nee, das Gorilla hier noch mehr Ärger macht. Puh, du. Das ist echt so, wenn Gorilla auf jemanden zielt, die Leute, die rechts und links daneben stehen, die sind am gefährdetsten. Nee, unbedingt der, auf den er zielt. Sind hier Teufelskern 13, warum denn? Hast du irgendwas? Ach, ja, der hat er das... Das Hemd zerlegt, was so hinüber war. Ach, hast du das Hemd schon gebaut? Das ging ja echt flott. Okay, dann kann das hier wieder aus. Sauber. Wie sehen wir denn aus mit Helmen und so? Jenny, hast du? Ja, du hast einen Helm und du hast eine Schutzweste. Gorilla hat Helm und Schutzweste. Nora hat zwar einen Helm, aber keine Schutzweste. Das ist nicht gut. Dann bauen wir noch eine Schutzweste für Nora, bitte. Ach, die hat dort Donovan an. Sauber, ja. Ausziehen, bitte. Wo liegt das Ding jetzt rum? Da hinten. Eine legendäre, oder? Ja, warum, ne? Nora? Knapp dich das Ding mal. Die ist nämlich hilfreich beim Überleben. Und Überleben ist auch schon mal grundsätzlich keine schlechte Idee. So, wir haben 40 Granitblöcke hier abgammeln. 1, 2, 3, 4. Warte mal, das sind 20. Da brauchen wir noch einen. Einen müssen sie noch bearbeiten. Das hat Antilope gemacht. Was bist du denn? Ach nee, Arbeit. Warte mal, Antilope hat das gemacht. Aus irgendwelchen Gründen. Ja, wahrscheinlich Handwerk ist das. Schätze ich mal. Antilope und Gorilla können das machen. So. Jetzt macht sie wieder Bergbau. Achso, durfte sie ja vor uns nicht machen, deswegen. Stimmt, sie macht jetzt ja erst Bergbau. Aber das ging nicht. Okay, wie viele haben wir? 10 Stück, ja. Ist nicht so überragend. Das sind gerade mal 2,5 Salben. 20 sind bloß 5 Salben, ne? Das ist halt nicht so viel. Und welche 4 sollen da schießen? Hera, Pyro, Nora und Gorilla? Und Gorilla ist eine Gurke im Schießen? Hm.
Könnte auch Antilope schießen. Antilope ist nicht ganz so schlecht wie Gorilla. Richtig in Erinnerung gehabt, ne? Ja, Antilope ist nicht ganz so schlecht wie Gorilla. Gorilla ist schlecht, oder? Nee, doch ne. Ja doch, dann macht das Gorilla. Wenn Gorilla halt einen guten Skill hat. Hier ist eine Ratte, die kann auch mal gejagt werden. Ja, mach mal das Blut da weg. Wie geht's dir? Rallung, Muffalo, Kopf am Nacken, ne? Dass er dich gleich zweimal am Nacken getroffen hat, das war schon gemein. Warum wurde das hier nicht weggeräumt? Achso, ihr holt auch schon mal die ganzen Muffalos ein. Ja. Das ist auch in Ordnung. Wie viele liegen denn da noch rum? Hier sind 5, 6 noch. Okay. Ja, Platz haben wir im Lager genug. Ja, Fleisch ist gut, ne? Brauchen wir mal keine Sorgen mehr. Noch 900 Heu. Dauert noch, bis das hier gewachsen ist. Bär hat sich vollständig erholt. Das ist gut. Gorilla ist wieder fit. Kann er wieder was treffen. Beim Schießen. Ja, hier müssen wir die Bude auch aufräumen. Die sieht auch aus wie sonst sowas, ne? Hier, Jennys Skulptur. Passiert nix. Die ist aber kurz vor Kunst 13. Ein Händler. Ein Schamanenhändler. Okay. Was wird wohl ein Schamanenhändler für Zeug mit haben? Ah ne, Stammeshändler. Nicht Schamanenhändler. Oh Mann, sorry. Dora ist wieder am Zusammenbrechen. Bricht zusammen, ne? Warum? Hässliche Umgebung, müde. Ja, dann leg dich doch einfach hin. Ich weiß nicht, warum du jetzt da putzen gehst. Oh Gott, Gorilla am Jagen. Aha, aha, aha. Nee. Oh, gleich getroffen, ja. Ja, da hast du halt auch schon ein bisschen gelitten, ne? Gorilla. Hier ist noch eine Ratte. Kannst du auch jagen. Oh, schon 2 Treffer, du. Das Tier lebt noch. Nacken und Körper hat's erwischt. Na komm, du schaffst es, Gorilla. Ist doch ein Held. Ah ja, toller Schuss, du. Fernkampf 13, ja. Oh ne, jetzt hat sich das Tier zum Schlafen hingelegt. Trefferchance 2%. Ist alles vorbei jetzt. Ja, hier. Oh, schön. Ja, jetzt nimm's doch auch mit, komm. Wenn du schon mal hier draußen bist, dann kannst du es auch mitnehmen. Nora, wo wohnst denn du eigentlich? Frei, frei, frei. Nora? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo Nora wohnt. Sie kriecht nach Hause. Nee, sie entfernt Blut. Warum entfernst du Blut? Du bist... schlafen? Ja, fast eindrucksvoll. Bist du jetzt hier wohnen? Ja, komm, sei Nora. Geh schlafen, komm. Ist doch gut. Muss dich nie überarbeiten. Nee, so wie Gorilla, der die Ratte einfach liegen lässt. Was machst du jetzt? Schlafen, sehr gut. Dann mach mal hier mal schneller. Trinken einen kleinen Schluck. Unsere Stammeshändler sind da. Was sind das? Ja, das sind Stammeshändler. Ich habe keine Ahnung, was die haben für Zeug. Wahrscheinlich nix. Was uns interessiert. Wir wollten Wahlglaube verkaufen, ne? Nun gut, das hat sich damit erledigt. Aber wir haben ein bisschen Silber. 3000 irgendwas. Fast 4000, glaube ich, waren das. Ja, fast 4000. Na gut, sobald Hera aufsteht, kann sie hier mal mit Jack handeln. Oh, hier nochmal schön Liebe gehabt. Sehr gut. Da steht man dann noch gut gelaunt auf.
und kann gut gelaunt verhandeln. Was haben sie denn? Pemmican haben sie, die haben Neutramin. Die haben Neutramin? Das ist ja genug. Schön. Hier, unser Rauchblatt könnt ihr haben. Das ist immer gar nicht so. Blastahl habt ihr auch. Was? Ihr seid Stammeshändler. Beruhigungswelle, Berserker, Schocklanze, Bier. Was ist hier los? Verrückt. Total verrückt. Hier, kannst du eigentlich nochmal 20 davon kaufen? Ja, machen wir immer noch ein bisschen Geld. Blastahl, lass mal jetzt erstmal. Wie viel haben wir denn? Wir haben 200 irgendwas. Bleibt erstmal so. Nett. Wow, die hatten was Nützliches mit. Stammeshändler. Da haben sie mich jetzt aber überrascht, muss ich sagen. Damit hatte ich nicht gerechnet.